Hallo und herzlich willkommen hier bei Level Up zu einer weiteren Folge Let's Die in Destiny. Ich bin wieder der Darkboft und bin total angefressen, dass ich gerade so oft gestorben bin. Mein Gott, wie schwer kann das sein, hier mal so ein paar Gegner ordentlich auseinanderzunehmen? Ich habe hier diese wundercoole, supergeile Waffe und natürlich mein normales Impulsgewehr. Und diese Waffe habe ich hier auch noch, die mal eben 75 Schuss innerhalb weniger Sekunden leer macht. Und ich bin Titan, ich hau alles platt, so bam, bam, bam. Und ja, da laufen schon wieder die ersten Gegner auf der Suche nach mir. Und jetzt habe ich mal ein bisschen aufmerksam gemacht auf mich. Das hat mich echt ein bisschen gestört und ich hoffe, euch nicht ganz so viel wie mich. Weil das ist doch schon ein bisschen scheiße, dass man so oft stirbt. Aber gut. Da kann man nicht ganz so viel machen. Ich glaube, ich wurde auch ein wenig falsch verstanden in der letzten Episode. Natürlich will ich kein Aimbot für Destiny haben. Oder irgendwas in die Richtung unterstützen mit Cheats und Hacks und sonstiges. Ich habe mich einfach nur interessiert, weil mich natürlich die Technik dahinter interessiert, wie das jetzt funktioniert und ob man dagegen was tut. Und ich meine, für so ein supermodernes Spiel wie Destiny muss doch einfach was getan sein, dass man nicht cheaten kann. Und ich frage mich halt nur, wie bringen denn jetzt die Leute die Cheats auf die Konsole, insofern es welche gibt. Und mich interessieren die Cheats an sich überhaupt nicht. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Denn ich bin ja gegen Cheater und das muss nicht sein, dass man in Online-Spielen sich irgendwie einen Vorteil gegenüber den anderen verschafft. Das ist hinterfotzig, das ist scheiße. Und das hier ist mal wieder eine Hexe. Ja, willkommen hier bei Let's Die in Destiny und schon wieder gestorben. Ich bin gerade ein bisschen Rage. Also, jetzt kommen hier wieder Gegner und die töten mich und... Oh Gott. Na gut, mein Geist hat ja angeteasert, dass es schwer wird. Aber dass es so verdammt schwer wird. Hallo, ich hab drauf geschossen. Nur weil es die noch nicht gibt. Ich renne ja schon weg. Ich renne weg. Okay, ich springe weg. Ich sprinte weg. Ich bin jetzt hoffentlich in Sicherheit. Für gruselige Geräusche. Oh, endlich ein Level Up. Jetzt bin ich hoffentlich mächtig genug, um die Leute hier zu besiegen. Das sind echt gruselige Sachen, was die Hexe gemacht hat. Natürlich wird man hier von allen Seiten beschossen. Auf was für eine Mission sind wir hier eigentlich? Wir suchen ja immer noch den einen Ritter, der den Schlüssel hat zu der Grabkammer, damit wir dorthin gehen und die Informationen aus den toten Geistern herauslesen können. Und ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Ich brauche ein Medikit. Medikit oder ein Medikus? Egal, auf jeden Fall. So. Die Leiste ist wieder voll. Wir können wieder Action, Spannung, Abenteuer erleben. Aber ich wollte ja nicht mehr so ganz so viel hart reingehen. Ich wollte hier ein bisschen wieder auf Entfernung spielen. Das hat ja schon ganz gut funktioniert. Da gab es ja so einen kleinen Tipp, dass man noch mal ein bisschen weiter weg spielt. Oh Gott, ich natürlich direkt rein. Oh Gott, natürlich verfolgt er mich jetzt. Ich kriege Angst. Ich muss erstmal hier weg. Erstmal abhauen und hier die Mini-Leute töten. Und so wie ich hier die Leute jetzt natürlich mittlerweile kennengelernt habe,
Ich sehe natürlich schon wieder direkt hinter mir und tötet mich jetzt mit einer Attacke. Oder zwei. Oh shit. Wo kommen denn die ganzen Leute eigentlich her? Hier komme ich doch gerade aus der Richtung, bin ich doch jetzt gekommen. Warum zum Teufel seid ihr hier? Womit habt ihr euch eure Existenzberechtigung gekauft? Warum zum Teufel ist da ein Ritter? Warum sind... Was sind das denn? Das sind ja mega, wieder mega die Ritter. Hoffentlich verpissen die sich. Ich hab Angst. Mami, Hilfe. Da halte ich mich natürlich nicht an meinen eigenen Spielregeln. Oh Gott, die folgen mir jetzt wirklich, oder? Folgen die mir? Folgen die mir? Nee. Ihr habt's ja mitgekriegt. Nur noch die Leute bekämpfen und in die Richtung gehen, wo der Geist sagt, hier musst du lang gehen, die Leute musst du bekämpfen. Mein Super ist auch bereit. Also kannst du jetzt hier losgehen? Es knacken. Jetzt sind hier natürlich alle Türen zu und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss mich irgendwo verlaufen haben. Oh, falsche Waffe. Ich dachte, ich hätte die hier. Was ist denn das hier für ein super übler Rauch? Habt ihr Rauchgranaten geschmissen oder was? Oder Nebelgranaten oder... Gasgranaten? Ich meine, wir sind hier immerhin auf dem Mond und was bringt da bitte schön eine Gasgranate? Oh, wieder eine Hexe. Ich mache einfach mal den hier, in der Hoffnung, dass die Hexe davon stirbt. Natürlich nicht, ich bin schon wieder fast kaputt. Ich glaube, da hätte man noch nicht sein dürfen. Oder ich mache mir gerade zu viel Arbeit. Eins von beiden. Also entweder hätten wir noch gar nicht bei diesem einen Typen sein dürfen, wo wir quasi gerade schon direkt vorstanden. Oder ich mache mir hier gerade extra Arbeit und töte einfach Gegner, die ich nicht töten brauche, um... Was ist das denn? Oh Gott, das sah gerade aus wie ein Hund. Hier ist wieder so ein... Kacke-Ritter. Jo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ich hatte gerade gesehen, ich habe Upgrades. Ach ja, schon wieder falsche Taste. Was haben wir denn hier? Okay, cool. Ich habe mal eben den Granatentyp gewechselt. Gucken wir, haben wir mittlerweile ein besseres Gewehr eingesammelt? Nee, haben wir leider nicht. Es gab einen neuen Handschuh. Der ist zwar ein bisschen besser, aber macht meine Stärke nicht höher. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir. Dann habe ich einen neuen Helm. Habe ich auch nicht. So, sieht ein bisschen random aus. Blau, Tarnfarben und Rot. Aber was soll's. Ich habe das jetzt hier gemacht. Das sieht gut aus. Und ich hoffe, ich bin jetzt hier bereit für diesen Typen. Ist das der Typ? Ich mache mir hier dick den Kopf. Oh mein Gott, ich werde sterben. Bla bla bla. Schlüssel zum Grab. Und okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Das war's jetzt? Jetzt bin ich aber mega enttäuscht. Ich habe mich auf einen richtig krassen Kampf gefreut und versuchen natürlich mal wieder nicht zu sterben. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt, auf welchen Feind ich am besten schieße.
Und dann habe ich einfach zwischen beide geschossen. Das passiert öfter. Das ist mir schon immer passiert. Das ist einer meiner Lieblingsprobleme bei Counter-Strike gewesen damals. Dass ich mich nicht zwischen zwei Gegner entscheiden konnte. Und dann einfach daneben geschossen habe, weil ich auf beiden schießen wollte. Tja, ich kann halt nicht genug kriegen. So. Primärmunition voll. Das ist doch gut. So, wohin geht's? Wohin geht's? Die Richtung geht's. Jo. Auf geht's in die Richtung. Ich glaube, das sollte uns direkt zum Grab führen. Okay. Zum Weltengrab, nicht zu unserem. Du weißt, was ich meine. Ja. Das weiß ich natürlich. Da hängen Dinger in der Luft. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, dass hier keine Gegner sind. Das wird doch hier bestimmt gleich wieder mega schwer. 12 Hexen, 13 Ritter und tausende Leute einfach despawnen. Als ob ich es geahnt hätte. Als ob ich es geahnt hätte. Und habt ihr das jetzt mitgekriegt, dass sie plötzlich um mich herum gespawnt sind? Es fängt schon wieder gut an. Und da ist wieder ein Ritter. Es fängt wieder gut an hier. So, ein bisschen länger Dreieck gedrückt halten für diese Waffe hier. Ich glaube, ich schieße mich jetzt einfach mit Fratzengeballer durch. Bisschen nachladen. Da ist es. Was machen die denn da? Beten die oder was? Oh Gott, das sind drei Ritter. Hoffentlich habe ich die Granate richtig geschmissen. Ah, richtig, richtig mal wieder daneben. Hört auf, hier rum zu beten. Ich erlaube euren Glauben nicht. Oh Gott, ich bin gleich schon wieder kaputt. Was auch immer für ein Kult ihr euch hier anbetet. Der Kult der Dunkelheit. Ihr müsst den Kult von Darkbuft anbeten. Betet den Kult von Darkbuft an. Da hättet ihr auch keine Probleme mit dem Nachbarn. Oder mit mir. Okay, sobald ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. Also Augen auf. Oh Gott. Oh Gott, ich hör's schon. Okay, es gibt wieder ordentlich Actionmusik. Hallo, treffen. Es gibt wieder Actionmusik. Wow. Im Heilen, Geist, im Heilen, ich verstecke mich hier. Ob der Geist sterben kann? Dann könnte ich einfach, einfach mich dahinter verstecken. Und dann ein paar Gegner ankommen lassen. Ich weiß nicht, ob die rankommen. Aber das möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Ich habe jetzt schon so viel gekämpft und so viel riskiert. Da will ich nicht noch den Geist verlieren. Den Geist nehmen wir mal.
ist so viel. Sie haben die Wegensteingrenze durchbrochen. Da ist so viel. Oh Gott, hätte ich das mal nicht gemacht. Wäre ich mal nicht dahin gegangen. Boah, schwierig. Und diese Action-Musik, die räumt auf jeden Fall völlig alles ab. Hallo, ich möchte... Hallo? Gehen Sie mal bitte weg hier. Ich möchte in Ruhe schießen. Ich wollte jetzt gerade eine Granate schmeißen. Ist hier noch einer? Oh Gott, das ist so ein Explosionstypi. Schwierig, auch noch mit dieser Action-Musik im Hintergrund. Also dafür, dass meine Primärmunition voll ist, finde ich eigentlich, dass ich gar nicht mal so viel Schuss mit dieser Waffe hier habe. Hey, natürlich ist das hier meine sekundäre Munition, Waffe. Benutzt die doch jetzt schon ganz gerne. Und ist offen. Okay, ich habe alles. Du hast alles. Die Schar hat gesehen, wie die Dunkelheit tausende von Welten verschlungen hat. Und sie verstreut ihre Saat schon seit Jahrhunderten auf der Erde, während sie auf die Rückkehr ihrer Götter wartet. Okay. Ich bin hier. In die Stadt. Verschwinden wir. Verschwinden wir. Ja, jetzt verschwinden wir einfach mal von dem Weltengrab. Ah, war das schwierig. So oft gestorben. Einiges gemacht, einiges getötet und einen roten Helm passend zu den roten Boots. So, was passiert jetzt? Okay. Ja, im Orbit des Mondes sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Die in Destiny.